Ja, wir haben uns vorhin mit der Vorgehensweise für eine Netzwerkplanung beschäftigt. Jetzt gehen wir ganz konkret in die Planungsphase und dabei treffen wir als erstes darauf, unsere Medienplanung zu machen, also in der Regel die Verkabelung zu planen. Und Verkabelung ist tatsächlich auch in vielen Bereichen strukturiert und nicht nur strukturiert, sondern auch genormt. Sie sehen das hier, die EN 50.173.1 beispielsweise als Norm für die strukturierte Verkabelung, gibt also bestimmte Leistungsanforderungen, Brandschutzanforderungen, Vorschriften für elektromagnetische Verträglichkeit und so weiter. Also eine Reihe von Dingen, die wir zu beachten haben, wenn wir unser Netzwerk in Gebäuden verlegen. Und natürlich, nicht zuletzt, spielt auch der Kostenrahmen dort eine entscheidende Rolle. Also das ist das Erste, was wir machen würden, die Medienplanung, sprich die Verkabelung. Dann geht es schon weiter in den Bereich der logischen Planung. Genau, und da kann man verschiedene Tools einsetzen, die es auch frei verfügbar teilweise gibt. Wir werden konkret in der Übung zusammen den Cisco Packet Tracer kennenlernen. Das ist auch das, was man hier auf der Folie gerade sieht. Da hat man die Möglichkeit, zum einen das Ganze sich einmal logisch anzuordnen und zu schauen, auch die Konfiguration vorzunehmen und dann zu schauen, funktioniert das eigentlich, was ich mir da überlegt habe. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Kabeltypen, verschiedene Geräte dort hinzuzufügen und das ganze Netzwerk quasi so in der Simulation aufzubauen, wie ich es auch hinterher logisch im realen Betrieb abbilden möchte. Habe sogar die Möglichkeit, das Ganze auch noch physikalisch mir so anzuordnen oder so anzuschauen, wie ich es hinterher aufbauen möchte. Das schauen wir uns, wie gesagt, gemeinsam in der Übung an und werden dann auf Basis dessen auch unser Netzwerk so ein Stück weit planen. Ja, und wie in der Praxis auch oft üblich, die Planung ist das eine und es macht auch sehr viel Spaß. Was manchmal nicht ganz so erfreulich ist, ist dann doch der Budgetrahmen und deshalb muss man also auch an der Stelle eine Kostenabschätzung berücksichtigen. Wir haben am Ende dieser Präsentation einige Quellen angegeben, wo Sie dort verlässlich auch auf neue Preislisten zugreifen können und mit diesen Preislisten kann man ganz gut Abschätzungen machen und dem Auftraggeber sagen, in diesem Volumen liegt also jetzt unsere Netzwerkplanung. Genau, wenn wir das abgeschlossen haben, würde schon die Entscheidungsphase folgen. Genau. Das ist so ein bisschen nachgelagert zu dem, was wir in der Veranstaltung machen. Soll heißen, wenn wir jetzt diese Analyse- und Planungsphase abgeschlossen haben, würde in der Entscheidungsphase letzten Endes dann natürlich geschaut werden, ist das, was wir dort uns überlegt haben, tatsächlich das, was wir auch umsetzen wollen. Soll heißen, es werden die Anforderungen noch einmal überprüft, es wird das Sollkonzept überprüft, es wird der Budgetrahmen noch einmal überprüft. Und dann geht es halt weiter zu gucken, gibt es bestimmte Lösungsalternativen, die das Budget erfüllen? Und wenn sie das nicht erfüllen, welche Leistung, welche Mehrleistung bekomme ich denn dafür? Oftmals ist ja so ein Netzwerk eine Investition in die Zukunft und hat auch was mit der Gesamtinfrastruktur zu tun. Also all diese Dinge müssen berücksichtigt werden. Und dann abschließend geht es eben darum zu gucken, wenn so eine Planung sich halt über ein halbes Jahr hinzieht, dann ist das oftmals in der Zeit, in derselben Zeit, dass schon wieder neue technische Innovationen da sind. Das heißt also, man darf an der Stelle vielleicht nicht zu schnell sein, beziehungsweise muss tatsächlich agiles Projektmanagement betreiben, um gegebenenfalls auch wieder entsprechende Änderungen vorzunehmen. Ja, und wenn wir das dann haben und wir haben eine Entscheidung, dann geht es letztlich darum, das Ganze umzusetzen. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, welche Tools es gibt. Es gibt unterschiedliche Tools, so etwas zu dokumentieren. Und das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, dass bei einer solchen Umsetzung dann auch dafür gesorgt wird. Oftmals ist das ja ein Problem. Sie haben einen fremden Auftraggeber oder mehrere Auftraggeber. Der eine ist für die Verkabelung, der nächste ist für die Aktivkomponenten, der dritte ist dann für eine Schulung oder Konfiguration zuständig. Ganz wichtig ist, dass alle ihre Dokumentationspflichten erfüllen, weil sie nachher sozusagen als Auftraggeber dann unter Umständen ein Problem haben. Und das wird dann oftmals auch gemacht, diese Dokumentation. Und bei einer Testphase werden eben verschiedene Tests gemacht. Und da ist es wichtig, dass eben diese Testergebnisse auch dokumentiert werden. Also wenn wir bestimmte Tests unter Last fahren, das heißt, wir erzeugen künstlich eine bestimmte Last im Netzwerk und gucken, ob dann das Netzwerk auch noch die Anforderungen erfüllt. Wir machen Anwendertests, wir machen Ausfallsimulationen oder Simulationen zur Optimierung der Performance und so weiter. Und all das muss nach Möglichkeit auch gut dokumentiert werden in Form von entsprechenden Protokollen, Messprotokollen, aber auch Diagrammen, wo man dann sofort unmittelbar sieht, wo könnte an welcher Stelle noch etwas verändert werden, um die Performance entsprechend zu steigern. Ist natürlich in Netzwerken immer ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen was Größeres, als wenn man jetzt
ja, meinen Rechner aufsetzen will, das kann man unter Laborbedingungen machen. Im Netzwerk ist das halt ein bisschen umfangreicher. Von daher sind diese Tools, die wir schon teilweise gesehen haben, immer sehr hilfreich, um vorab sich so ein Stück weit abzusichern. Da muss man natürlich auch dabei noch berücksichtigen, wir haben es ja auf der Folie schon draufstehen, Ausfallsimulationen. Habe ich ein Hochverfügbarkeitsnetz, das ich betreiben muss? Kann ich mir das überhaupt leisten, Ausfälle zu haben? Alles das muss ich natürlich vorab schätzen. Und ich muss natürlich auch eine Routine haben, die greift, wenn ich eben tatsächlich mal einen Ausfall habe. Und das sollte in diesen Tests dann natürlich abgebildet werden. Und nochmal ganz wichtig, das Thema Dokumentation. Dokumentieren. So, und dann sind wir auch schon bei der Abschlussphase. Die letzte Phase, wenn ein Projekt sozusagen zum sicheren Betrieb übergeführt werden soll, dann bedeutet das, dass natürlich die Anforderungen nach dem Sollkonzept erfüllt sind und entsprechend dokumentiert sind. Das muss also vervollständigt werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann können entsprechende Schulungen durchgeführt werden. Es kann also letztlich, die Prozesse können etabliert werden für den Dauerbetrieb. Es kann gesehen werden, welche Software-Management- oder Netzwerkmanagement-Programme werden eingesetzt, um dort dauerhaft sozusagen einen Betrieb zu garantieren. Ja, und letzten Endes das Netzwerkmanagement selber muss natürlich implementiert, umgesetzt werden, im normalen laufenden Betrieb dann auch funktionieren. Das ist dann so ein Stück weit schon über das hinaus, was wir auch in diesem Modul machen wollen. Aber es geht natürlich noch weiter mit Netzwerkmanagement dann auch später. Auch ein spannendes Thema und bildet letzten Endes natürlich dann den laufenden Betrieb, wenn mein Netzwerk dann in Betrieb ist, dass es dann auch entsprechend gepflegt und gewartet wird.